Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Monopoly Tycoon. Ein neues Projekt. Und scheiße, bin ich witzig, Alter. Ich wollte einfach mal wie in Folge 0 anfangen und alle sind verwirrt, ja. Es gab jetzt zwei Arten von Menschen, die verwirrt waren und die denen es einfach egal war. Und es gibt die denken, Loni ist behindert. So, sorgen Sie für genügend Wohnraum, bla 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 bla. So, also ab dem dritten Tag scheidet der unbeliebteste Kandidat aus. Um 6 Uhr, wenn die Stimme auszählt. Heißt, letzter Mann, ganz klar, we have to fucking survive, Junge. So, ist das eine Wohnung? Nein, ist das eine Wohnung? Nö. Wohnt auch noch keiner, alles klar? Würde ich sagen, los geht's. Nehmen wir den Shit unter Beschlag hier. So, hier ein Dreier. Ja, komm. Wir kennen es inzwischen, unsere Taktik hier. Wir fahren erstmal dick auf, gar kein Problem. Ich würde gerne... Pass auf. Digga, jetzt wird's krass. Nein. Ach was, ich muss erstmal abwarten. Aber, okay, stimmt, hier waren diese... Ja, ich erinnere mich an die Karte wieder. Diese komischen Fünferblöcke. Der 22er, ja. Ja, okay, ich glaube, ich bin wieder drin. So, 24 Euro, probieren wir mal. Ja, 24, alles klar. Und Nummer 2, 24, locker. So, ich hab gedacht, heute, ich nehme mal auf, und zwar, ich zieh's richtig durch. 3 Stunden am Stück hier oder so ein Spaß. Ich knüppel auf jeden Fall richtig rein, ja? Das wäre sehr geil. Wollt ihr mal einziehen? Habt ihr Lust oder so? Ja, nein, nö, ihr habt so gar keinen Bock. Ist das zu teuer? 21,50? Also 21,50 ist Billo-Shit, ja, ganz ehrlich. Ja, jetzt? Die Leute wollen nicht einziehen, alles klar, alles klar, alles klar. So, warte mal kurz, machen wir es anders. Neustart. Also, pachten erstmal ganz klar. Und jetzt, das wundert mich gerade. Anscheinend ist wirklich schon genügend Wohnraum da. Die 32. 42. 0. Hier wohnt noch niemand. Nö, okay, also dann lasse ich mal besser die Finger von Wohnblöcken noch. Wohlgemerkt noch. Und die, okay, jetzt ist jemand drin. Filme, Spielzeugbücher. Wir fangen mal wieder ganz klassisch an. Keine große Sache hier. Filme. Was war da noch? Irgendwas Bücher und... Das dritte habe ich wieder vergessen. Loni, the fucking brain, yo. Bargeld. So, warte mal gucken. Was wollten die? Genau, Spielzeug. Ein bisschen Spielzeug, genau. Spielwarenladen, zack. Ach, ich hasse es. Ich wag's doch mal, komm. Ich will diesen dicken Wohnturm dahin klatschen. Er gehört zu mir und ich zu ihm. Oder so ähnlich, aber das... Ah, ich hasse es. So, wir machen ordentlich Gewinn. SimCity-like oder so. Spielzeug verkauft sich nicht so bombast. Naja, es geht. Es geht, so. Hier läuft es sehr gut. Kino, müssen wir abwarten. So, mein Wohnturm will wieder mal nicht. Es hätte mich sehr gewundert, wenn ihr den Haar hättet haben wollen, aber gut. Soll mir doch recht sein. Soll mir doch recht sein. Hör auf, Dinge zu bauen, du komischer Fingerhut. Irgendwie bauen diese weiblichen Charaktere immer am Anfang, und zwar, ich meine damit immer, hier, ne? Genau das bauen die immer am Anfang, das finde ich nicht gut. Ne, eine Boutique. Immer, ich verstehe es nicht. Kinderbilligwohnraum. Zieht ein.
Mittelfinger gegen den Bildschirm, ey. Versicherungssumme 500, ja locker, ey. 30, naja, jetzt wird's ja langsam. Ist mir immer noch trotzdem noch suspekt hier. So, mein Kino läuft, alles klar. Ja, ja, es wollt ihr nicht. Danke. Also, wir gehen wieder mal billig an die Sache ran. Und die Frage ist noch, wie viele wollen noch in mein Kino? 12, 8, 7, 7. Bleib ich auf den 7 sitzen, wahrscheinlich. 7, 7. Alles klar, ich hab daraus gelernt, 10 Euro. So, das passt soweit. Und das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. So. 30 von 72. Ich verstehe es nicht ganz. Wo auch immer jetzt noch Geld hergekommen ist. Aber egal. Questions I don't have to ask. Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Elpia. So, ich will ganz schnell das Monopoly haben. Natürlich, dieser komische Hund pinkelt mich hier an. Das war ein Witz, lol. Wir verstehen, glaube ich, was gemeint ist. So. Ist ja ärgerlich. Wie viele Mieter sind da drin? 18, 23 von 23. Ich hoffe mal, da kommen morgen noch mehr Leute rein. So, gesperrt, gesperrt. Alles gesperrt. Es ist alles einfach nur gesperrt. Na, Lauscher gesperrt, was? Okay, alle haben Verlust gemacht. Fingerhut, die hat am meisten Verlust gemacht, aber der war es egal. So, komm mal her. Ja, kommt doch, ey, Pisser. Ja, bring it. Ja, come on. Come on. Was wollte ich denn? Wir hören uns mal einmal die Geräusche an. Alles unsympathische Blunzengesichter, ey. Kinder, kommt schon. Es ist mein Block, willst mich verarschen. Mein Block, mein Block. Azad, mein Block, was? Das war nett. Herzlichen Dank, ihr Pissgesichter. Ihr Pissgesichter. Ihr dummen, dummen, dummen Pissgesichter. Boah, ich hab die Idee. Digga, 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 das wird geil. Pass auf. Hotel? Ja, dann fahren wir mit Dick auf, würde ich sagen. Mir ist klar, dass es vollkommen Overkill ist, was ich hier gerade hinlege. Aber es ist mir egal. Nummer 23,50, alles klar, so. Also das heute reinzuholen wird, es wird unmöglich. Ich glaube, da wollen wir nicht diskutieren, es wird unmöglich. Und ich kann den im Notfall verkaufen für 14,62. Zieht ein in mein Haus. Ich habe ein schönes Haus. Look at my house is amazing. Was? Genau so, ey. Genau so stelle ich mir jetzt vor. Na komm, du Pisser. Kommt schon, die Pisser. Die ist doch nicht so schwer. Zumindest baut keiner auf meinem Oderkai. Das ist mir schon mal ganz recht. Alles andere ist mir egal. 34. Naja, wird nicht besser. Ich merke das. Glück gehabt, dass ich nicht der reichste Spieler bin, sondern der ärmste. Naja, Glück ist auch relativ bei sowas, aber morgen um diese Zeit geht's rund. Alles Klärchen, Pupärchen. Du musst verrückt nach. Ja, ist mir egal. Ist mir einfach nur scheißegal. Oh, 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 leer. Ja, that was easy, ne? Dick ins Minus. Ich glaube, ich kann mir diese Runde schon abschminken. Das Einzige, was ich hoffen kann und muss, ist, dass meine Übernachtungsmöglichkeiten hier ziehen. Ich hoffe einfach mal. Also es wird ja nach Mitternacht immer relativ beliebt hier. Also wird nicht. Also es ist relativ beliebt mitten in der nach Mitternacht. Wie ich lernen durfte im anderen Szenario. Und okay.
Ich sehe es ein, ich hab ein bisschen zu Overkill gebaut. Das ist zwar schön, aber ich verliere. Nee, ich kann es morgen nicht wieder reinholen, vergiss es. Never, Alter, never. Never ever forget about it. Loni. Loni, 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 Loni. Die Leute wollen immer noch nicht 40. Naja, es wird nicht besser. Ich mach noch ein bisschen Verlust. Nee, das kannst du vergessen. Das machen wir nochmal. Ja, letzter Mann, richtig geiles Szenario, Loni. Natürlich, so rennen wir. Ich will nicht gegen Schubkarre spielen, meine Güte. So. Was wir machen könnten. Pass auf, wir machen jetzt einfach mal was. Wir pachten uns mal die Bahnhöfe. Dann. Ach so, ja. Dann pachten wir noch den Oderkai. Und alles andere. Loni, du bist das Brain, ey. So. Ihr zieht ein, alles klar, ihr seid drin. Merke, diesmal mit Wohnung kann ich nichts reißen. Spielzeug, Kleidung, Snacks, Milchprodukte. Spielzeug, Kleidung, Snacks, Milchprodukte. Nein! Nein, leck mich! Leck mich, du Pisser! Kommt der Schuh hier angeschissen, ey. Kleidung, Snacks, Bistro. Ach, ich hab nicht den Patch. Scheiße, ich wollte den Patch drauf spielen. Hab ich vergessen. Es gibt ja Patch 1.4 und ich habe verloren. Ja, also versagt. Boah, leck mich, du Wichser. Du blöder, blöder, scheiß Wichser. Bücher, Filme, Gesundheit. Eins davon muss hier hin. Ach so, das war meins. War das meins? Ja, das war meins. Ich dachte schon, der baut mir wieder das hin, ey. Was hat der echt gebaut? Lass mal gucken. Eine Boutique natürlich. Alle weiblichen Spieler bauen eine Boutique am Anfang. Wer hat's gesagt, hä? Loni hat's gesagt, richtig. Jetzt wollten wir Bücher. Filme. Wie kann man so unglaublich dämlich bauen? Es ist phänomenal, ey. Es ist phänomenal. So, Kiosk, noch schnell. Bevor der Pisser sich da einnistet. Es ist so zum Kotzen, ich hasse ihn. Schau mal, das sieht doch scheiße aus. Schon das letzte Mal habe ich es gesagt. Und natürlich, baut doch alle bei meinen Dingern. Ist doch kein Problem. Wichser, ey. Ja, warum auch nicht? Wichskrüppel, ey. So. Ja, keine Welt. Südbahnhof. Ich bekomme den Südbahnhof. Bam. Die Frage ist, was will ich als nächstes? Also ich will diesmal sehr auf Pachten gehen. Und nur, dass du da nichts mehr bauen kannst, ey. Genau nur deswegen. So, abwarten. Kiosk ist leer, alles klar. 3 Euro. Ich hoffe, deine Arztpraxis verreckt. Naja, läuft jetzt nicht so optimal. Ich hoffe, deine Boutique verreckt. Ich hoffe, alle Geschäfte von dir verrecken, Junge. 20. So, Boutique. Okay, das habe ich auch verstanden. 23 Euro. Ich will nicht auf diese Karte klicken eigentlich. Ich möchte das nicht. Okay, ich möchte. Woo! 400 Euro! Gratis! Ich alter Glücksloni, ey. So, habe ich hier schon, Yeah, mal 59, das läuft doch alles. So. Ich wollte hier eigentlich noch entweder Kino oder hier noch, so ein Zweierwohnturm. Hätte ich die Buchhandlung halt größer gemacht oder irgendwas anderes hin. So ein Zweierwohnturm, das wäre so klein, so ein bisschen Gewinn, aber nichts Dickes, ja? Wurde mir nicht vergönnt, wegen diesem Pisser. Wegen diesem Pisser. Wegen diesem Pissgesicht. So, da hinten hat sich so ein Pferd eingerichtet. Ihr wollt Fisch und Filme. Wenn ihr Fisch und Filme wollt, was machen wir dann? Richtig, Buchhandlung. Scherzkekse. Fisch und Filme. Ich brauche nämlich was für die Abendunterhaltung langsam. Uiuiui, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Noch ein Kiosk. Schnell, 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 schnell. Ach, scheiße. Uiui.
Und zack, Schmiergeld, bam, die grünen Scheinchen flattern auf dem Boden, hey. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es liebe? Ja, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, das habe ich schon einmal gesagt. So, Kino. Kinderkino. Geht Filme gucken. Ist zu teuer. Naja, alles klar. Es war auch nicht die optimale Zeit, um was hinzubauen. Das sehe ich sogar tatsächlich mal ein. So, was als nächstes? Da als nächstes Westbahnhof. Ich pacht euch alle die Scheiße aus der Scheiße raus, ey. Tuccaloni, er pachtet und pachtet und pachtet und pachtet und pachtet. Ja, Digga, er pachtet. Obst und Gemüse? Irgendwie hat doch jeder eine Boutique, also wo kann ich mir die Boutique eigentlich sparen? Oder Boutique mit Schleuderpreisen, so. Obst und Gemüse. Gemüsegeschäft, alles klar. So, ja, boioioi. Klar, jetzt kommt auf einmal angeschissen. Leckt mich, ihr Wichser. 2000, komm. Ja klar, hau nochmal dicken Fuffi drauf, ey. Wir haben ja das Cash. Wir haben ja das Cash, ey. Plunzengesicht. Lasst mir doch bitte einfach meine Bahnhöfe, Alter.